Mein Name ist Professor Dr. Heribert Hussel. Ich bin in Innsbruck geboren, habe in Innsbruck die Ausbildung für Medizin durchgeführt und habe dann an der Klinik in Innsbruck die Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinchirurgie vorerst und dann den Facharzt für plastische Chirurgie vorgenommen. War natürlich vielfach im Ausland, in den wichtigen Zentren in England, in Amerika, in Argentinien und in Brasilien, natürlich auch bei Professor Bitangui. Und bin seit dem Jahre 75 in der Ausbildung für plastische Chirurgie. Die Schwerpunkte an der Klinik waren natürlich in der rekonstruktiven Chirurgie. Da bestand mein Schwerpunkt in der mikrochirurgischen Rekonstruktion. Ich bin seit 8 Jahren nun niedergelassen und führe hier meine Ordination. Da sind die Schwerpunkte natürlich im ästhetischen Bereich, Gesicht, Brust, auch Hände, somit die gesamte Palette eigentlich der ästhetischen Chirurgie. Der Leitfaden besteht darin, dass man mit bestem Wissen und Gewissen die besonderen Probleme, die an einen herangetragen werden, bestmöglich lösen kann. Und ich habe vorher schon gesagt, die rekonstruktive Chirurgie mit all ihren Facetten, mit der Mikrochirurgie, spielt da eine wesentliche Rolle. Und dieser Faden, dass man rekonstruktiv und auch ästhetisch das bestmöglich wiederherstellt oder wieder in die Form bringt, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Leitfaden in der plastischen Chirurgie.